Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ich bin im Aufnahmefieber, deswegen muss ich das jetzt hier machen, beziehungsweise will ich machen, beziehungsweise machen wir einfach weiter. So, wir haben beim letzten Mal den Prediger als unseren Hauptverdächtigen eingetragen und haben ein interessantes Foto von einer kleinen Felsformation gesehen, oder Steinformation besser gesagt. Und ja, bei den Beweisen sind wir jetzt halt ja, ungefähr so weit. Ich weiß nicht, ob wir den... Okay, das können wir als Tatort einsetzen, das ist gut. Dann haben wir zumindest schon mal eine Idee für den Tatort. Ja, ihr seht, es kommen eigentlich immer mehr Kreise hinzu, statt dass wir was lösen. Beziehungsweise gut, das hier haben wir jetzt gelöst. Ja. Es kann sich also nur noch um Stunden handeln. Die Holzschalter nehmen wir hier mal weg. Das Messer steckt zwischen dem Deckel und dem Kästchen fest. Okay, hier brauchen wir einen Aufziehschlüssel. Nein, einen Aufziehschlüssel. Weil der alte kaputt ist. Aber wir brauchen auch noch eine Figur. Wie einfach mal die Musik plötzlich weg ist. Die Puppe hat den Sturm genauso wenig überstanden wie das Haus. Bau eine Schaufel, um so viel Erde beiseite zu schaffen. Das ist doch nicht viel. Stellt sie sich so an? Ah, hier, was haben wir denn hier? Dies ist ein Puzzle. Dreh die Teile und verschiebe sie, um das Bild wiederherzustellen. Okay, ich weiß nicht wo, aber ich denke mal, das sollte da so hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das hierhin gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Maße von der Karte halt sind. Okay, warte. Okay, also es rastet tatsächlich ein, das ist gut. Die Wiese. Das kommt dahin. Okay, ich denke mal, das kommt irgendwo dahin. Geht das da nicht hin? Geht das kommt dahin? Gut, so sind die Bäume. Dann kommt das nach unten. Das dahin. Das dahin. Und das dahin. Und wir haben eine Karte. Von einer Kinderhand gezeichnet. Ist es rein Fantasie oder könnte es diese Orte wirklich geben? Ich gehe mal davon aus, es gibt die wirklich. Nee. Ah, zur Statue. Zur Statue vielleicht. Eine Kinderhand hat eine Figur auf die Karte gezeichnet und daneben steht Statue. Sieht aus wie der Felsen auf diesem Foto. Okay. Das muss der Treffpunkt sein. Der Treffpunkt. Vielleicht könnte ich das Münzfernrohr auf dem Turm verwenden, um die Felsen zu finden. Such den Felsen. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, wir haben den Felsen, also die Statue, nicht den Felsen, abgeschlossen. Gut. Dann einmal zurück. Okay. Oh nein, ich bin rausgetappt. Boah. Ich bin rausgetappt. So. Jetzt bin ich wieder reingetappt. So, das Münztelefon. Hier Schritte. Okay.
Oh, bis die Schritte hört. Naja, gehen wir erstmal hier hoch. Es könnte noch funktionieren. Ich höre noch nicht auf könnte. Brauchen da aber vorher was für. Ich weiß halt nur nicht, wie wir weiterkommen. Okay, irgendwo nach hinten auf jeden Fall. Ja, könnte ja sein, dass hier noch irgendwas ist, aber... Nein. Nein, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ah, hier. Ausrufezeichen, Fernbedienung und Handschellen. Handschellen. Oh, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Hier habe ich beim letzten Mal schon nicht alles gefunden. Fernbedienung. Und Ausrufezeichen. Ich sehe beides nicht. Naja, okay. Korkenzieher, Nussknacker und Brieftasche. Korkenzieher. Nussknacker. Und Brieftasche. Damit schon mal ein bisschen leerer. Feuerzeug, Schlüssel, Münzen. Feuerzeug. Elefant, Maus und DVD. Elefant, Maus, DVD. Ausrufezeichen und Fernbedienung. Das hier ist ein Taschenrechner. Ausrufzeichen. Das ist die Fernbedienung. Das Ausrufezeichen. Ich sehe Prozent, ich sehe und. Warte mal. Das hier? Ja. Tatsächlich. Okay, und wir haben eine Dollarmünze. So. Müssen wir das nur noch sauber machen. Reinigungsmittel. Warum? Das ist das einfach weg. Ah, hier. Haben wir zwei. Aktenkoffer und Feldflasche. Hammer zweimal. Sehen die ein? Das ist keiner. Leider. Aktenkoffer. Und Feldflasche. Das ist ein Hammer. Die Felsflasche. Wo ist der zweite Hammer? Der Hammer!
Hammerleinchen. Da. Bügeleisen, Pferdchen und Pinsel. Okay, die Pinsel weiß ich. Das Pferdchen ist hier. Das Bügeleisen da. Eidechse. Kö. Ich meine, oder? Kö. Lineal. Eidechse. Das ist der Kö. War also tatsächlich ein Kö. Eidechse. Nagelbrille, Feder. Brille. Nagel und Feder. Feder, Nägel. Glasreiniger. Okay. Muss man hier noch sauber machen. Finde den Felsen, den nächsten Bezugspunkt. Das muss der Felsen sein. Ich muss einen Bezugspunkt finden. Die alte Eiche, der Felsen befindet sich nördlich von hier. Ich muss also den Wanderweg gen Norden gehen. Okay. Also wieder ein Stückchen weiter. I know I should go north, but I need something to point me in the right direction. Okay. Das, was bräuchten wir? Wir bräuchten dann ja sowas wie einen Kompass, ne? Okay. Okay, hier rein. Hier ist halt einfach nichts, ne? Also das Ding. Dafür fehlt uns halt eine Kachel. Der lugt einer durch. Wir können hinter dem Gitter was erkennen. Dann säbeln wir das einfach mal auf. Okay, jetzt haben wir die Kachel.
Oh je. Ordne die Kacheln so an, dass sich ein Bild ergibt. Beginne mit dem ersten Scharnier. Zwei freie Stellen, sehr nützlich. Die richtige Reihenfolge. Das muss gar nicht so weit runter, ne? Boah, ich mag solche Rätsel nicht. Nein. Okay, das obere ist soweit schon mal richtig. Oh Gott. Die letzte untere Zeile auch. Okay. Okay. So, das haben wir schon mal. Und jetzt kommt die andere Seite noch. Oh Gott. Ich
bin kein Fan von sowas, wirklich nicht. So. Okay, haben wir's? Okay, warte, eins. Eins. Welche Reihenfolge? Okay, warte, eins, zwei, okay. Ah, Mist, war, okay, war doch richtig. Okay. Hier ist einmal Collins. Das Geheimfach ist bereits entleert worden. Auf dem Grund befindet sich jedoch etwas. Zahn eines Codes. Im Foto ist ein altes Buch zu sehen. Das Reagenzglas nehmen wir auch noch mit. Okay, den haben wir da alles. So, dann würde ich aber sagen, ich beende hier den Part. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal einfach wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, freut euch auf den nächsten Part. Und ja, soweit. Viel Spaß. Und ja, ich wollte irgendwas anderes noch mit viel sagen, aber... mir fällt nichts ein. Deswegen, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I came to Maple Creek in search of a missing girl, and I'd already started the investigation when... When what? To the remaining riddles. You've gone too far, Detective.